Frau Emma Hellensteiner begründete den Ruf Niederdorfs als Wiege des alpinen Tourismus in Tirol. Eine Frau mit Weitblick und Einfühlungsvermögen. Frau Emma lebte für den Gast. Ihre Hingabe, gepaart mit Professionalität, war es wohl, die sie weit über die Grenzen Südtirols hinaus bekannt machte. Es heißt, dass eine Postkarte, aufgegeben in Amerika, nur mit der Anschrift Frau Emma in Europa versehen, ihren Weg nach Niederdorf fand. Akzente setzte die engagierte Wirtin auch mit ihrer Küche. Das Rezept ihres Erfolges mutet moderner denn je an. Qualität, Regionalität und frische Zutaten. Ihre edle Teebutter wurde sogar im Hotel Imperial in Wien geschätzt. Von ihren legendären Knödeln soll ein Advokat einmal gar deren 7 verspeist haben. Ihr größter Verdienst war jedoch, die Südbahngesellschaft dazu zu bewegen, dass das Dampfross auch in Niederdorf Station machte. Die Bahnverbindung veränderte den Ort für immer. Die damalige Entscheidung, die Gleise ins Dorf zu bringen, wirkt bis heute nach. Der Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum. Mit der Pustertalbahn auf die Skipiste wird zum Wahlspruch der nachhaltigen und sanften Tourismuswirtschaft. Umgeben von Grün, harmonisch eingebettet zwischen Wiesen und Feldern, Äckern und Wäldern. Einer der schönsten Orte im Hochpustertal. Eine Zauberwelt umgibt Niederdorf. Vom romantischen Praxer Wildsee über die weltberühmten drei Zinnen bis hin zu den Heilquellen von Bad Maisstadt. Natur und Kultur sind die Zutaten dieser magischen Mischung. Tradition, aber auch das Hier und Jetzt prägen Niederdorf, seine Menschen, seine Gäste. Seit über 100 Jahren ungebrochen ist der Bann, der von diesem Dorf an der Rienz ausgeht. Unmittelbar gegenüber dem Hotel Emma steht das mittelalterliche Gerichtshaus. Viele der Bauten, die Niederdorf prägen, entstanden jedoch im 19. Jahrhundert. Es war die erste Blütezeit des aufkeimenden Fremdenverkehrs. Das Hochpustertal bietet alles, was damalige Sommerfrischler suchten. Höhenlage, mildes Klima, leichte Erreichbarkeit und vor allem gutes, klares Wasser. 4 Heilquellen machten Niederdorf um die Jahrhundertwende zu einer, wie man heute sagen würde, Wellness-Hochburg. Die Verbundenheit der Niederdorfer mit ihrem Ort, ihrer Geschichte und ihrer Kultur beschränkt sich nicht nur auf malerische Fassaden des historischen Erbes. Oberflächlichkeit ist ihnen fremd. Die Verbundenheit geht tief. Tradition wird gelebt. Tiroler Brauchtum in Reinkultur. Das ganze Dorf ist auf den Beinen, wenn eine feierliche Prozession dem Herzen Jesu zu Ehren gestaltet werden soll. Musikkapelle, Schützen, freiwillige Feuerwehr, Vertreter der Stände, Frauen und Kinder. Jeder nimmt seinen vorbestimmten Platz ein, erfüllt seine kleine oder große Aufgabe.
Man ist stolz auf die Trachten und den Glauben der Väter. Vor allem die Herz-Jesu-Prozession ist in Niederdorf, wie auch in allen anderen Teilen Tirols, fixer Bestandteil im kirchlichen Kalender. Die Tradition geht zurück auf einen Schwur, den die Tiroler Landstände im Jahre 1796 in Bozen angesichts des Krieges leisteten. Unweit der im 15. Jahrhundert erbauten Spitalskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit liegt der von Kurzplatz, benannt nach der gleichnamigen Adelsfamilie, deren Familienwappen noch heute als Gemeindewappen fungiert. Im Herzen von Niederdorf gelegen, ist er oft Schauplatz verschiedener Veranstaltungen. Volkstänzer und Schuhplattler treffen sich und zeigen ihre Darbietungen.